Filmora-Version 13.2 ist da und in diesem Video stellen wir euch die Neuerungen der Version vor. Von daher bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video stellen wir euch die Neuerungen aus Filmora 13.2 vor. Es gibt einige Neuerungen und vor allem auch Verbesserungen in der Version 13.2. Von daher legen wir jetzt direkt los. Falls ihr selbst noch nicht auf die neueste Version von Filmora 13.2 geupdatet habt, dann sucht jetzt nach dem Update oder geht unten über den Download-Link und ladet die aktuelle Version herunter. Mit der Version 13.2 ist es nun so einfach wie noch nie möglich, ein eigenes Intro zu erstellen. Ihr habt nun eigene Intro-Vorlagen, die ihr ganz einfach nutzen könnt und diese vor allem auch anpassen könnt. Ihr habt dort verschiedene Intro-Vorlagen, die ihr dann speziell noch bearbeiten könnt. Das vor allem nicht nur im Hinblick auf den Text, sondern vor allem auch auf den Hintergrund. Probiert es aus und erstellt euch so euer eigenes Intro. Weiterhin wurde auch die Timeline in der neuen Version optimiert, denn ihr habt nun die Möglichkeit, ganz einfach eure Video- und Audiospuren umzubenennen und vor allem auch die Clips umzubenennen, um somit einfach noch organisierter arbeiten zu können. Zudem gibt es nun eine KI-Übersetzungs- und vor allem auch Untertitelfunktion. Habt ihr ein Video in einer anderen Sprache, könnt ihr das ganz einfach nun übersetzen lassen und vor allem auch passende Untertitel automatisch hinzufügen lassen. Am Ende dieses Videos. Sie werden wissen, wie Sie Audio bearbeiten. Sehr einfach von unseren 13. Weiterhin wurde nun in der neuen Version von Filmora auch die Funktion hinzugefügt, dass ihr Text ganz einfach unterstreichen könnt. Das war vorher nicht möglich, nun habt ihr diese Möglichkeit. Und zudem wurden in der neuen Version auch neue Audio-Ressourcen hinzugefügt, sodass ihr nun auf noch mehr Musik- und Soundeffekte zugreifen könnt. Zudem wurden mit der neuen Version aber auch noch kleinere Fehler behoben, von daher lohnt es sich auf jeden Fall auch auf die neueste Version von Filmora 13.2 jetzt gleich zu updaten. Ansonsten soll es das jetzt von diesem Video gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video.